Guten Abend. Hallo, lieber Attila. Hallo. Hallo, So, Lisa. ich lese gerade schon im Chat. Es ist so schön. Wir haben so eine muntere Truppe heute da. Das ist toll. Ich liebe es mal, wenn ich lesen kann, wo ihr überall herkommt und Oh, wie sorry. die Gemeinschaft wir hier dann immer haben. Das macht einfach Spaß. So, aber bevor ich es ganz vergesse, ich bin die Iris Richter und ich darf euch jetzt heute hier zu dem Vortrag von unserem wunderbaren Attila Budai begrüßen. Du hast uns wieder ein super spannendes Thema mitgebracht, lieber Attila. Ich finde es, ja, was gibt es Mystischeres, als wirklich den Blick auf sich selbst und auch wirklich da einen offenen und ehrlichen Blick auf sich selber zu nehmen? Was auch ein unheimlich mutiger Schritt ist. Also ich muss sagen, ich bewundere auch jeden, der was sagt, ich gucke mich selber wirklich so an, wie ich bin. Und ja, nicht umsonst hat man ja in der Regel auch sich selber so, ja, kleine Illusionen um sich selber herum aufgebaut. Und da zu sagen, da schaue ich jetzt ganz offen hinten dran, finde ich eine fantastische Sache. Und auch wenn ihr anderen dabei helft, diesen Weg zu gehen, ihr werdet gleich beim Attila merken, auf welche Art man das machen kann, wie man da die Leute an die Hand nehmen kann und dann auch durch solche spannenden Wege hindurchführen. Also unglaublich spannend, unglaublich tolles Thema. Und damit, lieber Attila, ich gucke dich gerade an, deswegen gucke ich nicht direkt in die Kamera. Ich wünsche dir und euch allen da draußen heute ganz, ganz viel Spaß bei dem Thema. Viele schöne Momente, wo ihr sagt, da hat sich der Blick gelohnt. Das war genau das, was ich sehen wollte, was ich sehen musste. Es werden viele spannende Geschichten kommen. Und dabei wünsche ich euch allen auf diesem Weg ganz viel Freude. Und damit, Attila, der Vortrag und dieser Abend gehören dir. Iris, vielen, vielen Dank. Danke für diese schönen einleitenden Worte. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass ihr so zahlreich heute hier seid. Hoppla, so, wechseln wir hier mal so ein bisschen die Ansicht. Ich freue mich, dass wir auch wieder viele neue Namen, neue Gesichter, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich eure Gesichter leider nicht sehe, aber viele neue Namen sehe ich, aber auch einige altbekannte. Also ich freue mich, dass ihr heute Abend dabei seid. Und ich freue mich auch, dass dieses Thema doch immerhin schon, also ich unterrichte jetzt seit immerhin das fünfte, fast schon sechste Jahr an der Schule. Und das Thema Karma war wirklich einer der allerersten Themen und einer der Klassiker, die ich hier mitbringen durfte an die Schule. Und es ist auch, das Thema Karma ist auch im gewissen Sinne wirklich ein Klassiker und man könnte fast sagen, ein bisschen ein Basisthema überhaupt der spirituellen Heilung und spirituellen Beratung und der Arbeit einfach mit unserem ja, spirituellen Wesen, höheren Selbst und so weiter und so fort. Ich wechsle mal schnell die Folien. Ganz kurz, die meisten von euch werden die Technik schon kennen, aber ich mache es trotzdem zur sicherheitshalber immer wieder nochmal, dass es auch jeder kennt. Alle wichtigen Funktionen habt ihr, alle wichtigen Funktionen habt ihr in eurem Bedienpanel. Wenn ihr eine Frage habt, Hand hochheben und ich schalte den Mikrofon, kann sie beantworten. Wir werden am Ende des Abends ganz viel Raum haben für eure Fragen. Also wenn es nicht sofort brennt, dann würde ich euch bitten, vielleicht sie einfach am Ende zu stellen. Dann haben wir Zeit, in mehrere Details einzugehen. Ich werde versuchen, nicht allzu lange zu reden. Aber wenn ihr eine Frage habt, Hand heben und ich kann euch euer Mikro freischalten. Und die Einstellungen, die könnt ihr, wenn ihr auf diesen kleinen Reiter klickt, da könnt ihr die Einstellungen rein, falls ihr Probleme mit dem Mikro habt. Und ich nütze gerne den Chat. Die meisten von euch haben den schon gefunden und schreiben auch schon in den Chat. Die meisten machen es auch schon richtig. Sie schreiben an alle. Ja, das ist ganz wichtig. Versenden an alle. Es ist nämlich leider so, dass es, wenn ihr Zoom einschaltet, dann ist es nicht sofort auf alle eingestellt, sondern zuerst auf Diskussionsteilnehmer und
Gastgeber oder so irgendwie heißt das, ich weiß es nicht, ich habe die englische Version von Zoom. Also versendet bitte an alle. Ja, das heißt, dann können es auch alle Teilnehmer lesen. Weil Diskussionsteilnehmer bin quasi nur ich, also ich bin der, also im Englischen heißt es Panelists, Hosts und Panelists. Also stellt es bitte an alle, damit es alle lesen können. Und ganz wichtig, bitte, wenn ihr eine Frage im Chat stellt, dann schreibt sie bitte in ganzen Sätzen, damit sie nachvollziehbar sind. Und das Frage- und Antwortpanel, ich gehe ganz kurz eine Folie zurück, das Frage- und Antwortpanel, das nutze ich nicht. Also bitte nutzt das nicht. Gut. Weil das ist dann, das haben wir zwei Kanäle und das ist außerdem, ist das ein bisschen komplizierter zu verwenden. Also ich bleibe am liebsten beim Chat. Gut, also bitte an alle versenden. Und ein paar Worte über mich, die mich nicht kennen. Attila Budai, mein Name ist aus dem ungarischen Kulturkreis. Ich bin in Kanada geboren, in Wien aufgewachsen, ein bisschen kompliziert. Habe aber seit meiner Kindheit viel Zeit auch im ehemaligen Ostblock verbracht, weil ich da Verwandtschaft hatte. Da stammten meine Eltern ursprünglich her, aus der ungarischen Minderheit, der ehemaligen Tschechoslowakei. Alles ein bisschen kompliziert, aber eigentlich auch nicht, weil auf jeden Fall, ich bin in Wien aufgewachsen, das hört man wahrscheinlich an meinem Akzent. Und mich hat eigentlich von jungen Jahren an die Philosophie und überhaupt die, also nicht nur die westliche, sondern auch die östliche Philosophie sehr angesprochen. Und damit natürlich auch die ganzheitliche Sicht des Menschen. Und die, sei es die indische, die chinesische, das chinesische Denken und vieles andere. Und deswegen habe ich das dann auch studiert in Wien, Philosophie und Publizistik. Und habe auch ein wenig in den Medien und anderswo gearbeitet. Aber vor allem das Reisen hat es mir dann auch angetan, weil für mich Philosophie eben auch gelebte Philosophie ist. Und habe anfänglich viel eben aus meinem eigenen Ersparten und in meiner eigenen Zeit gereist und hatte dann auch das Glück, eben es auch mit einem früheren Beruf verbinden zu können, wo ich in der Touristik gearbeitet habe, Reisen geleitet und organisiert habe und ähnliches. Und hatte da eben auch immer die Möglichkeit, vor und nach den Reisen eben auch längere Zeit in Ländern zu verbringen und habe mich da eben, also das hat eigentlich immer schon in mir gebrannt, dieses Thema, und hat mich, hatte so das Glück, eben immer näher an diese Themen zu kommen, also eben auch Themen zum Beispiel Karma in Indien und Tibet kennenzulernen und wie das dort gelehrt wird in den verschiedenen Schulen, in den verschiedenen Herangehensweisen, und wirklich so ein bisschen diesen Kern zu verstehen, das funktioniert. Und da möchte ich euch heute auch ein bisschen hinführen, was eigentlich die grundlegende Idee dessen ist, was Karma ist. Denn das, da ist der westliche Mensch, dadurch, dass wir so ja, in einer materialistischen Weltsicht aufwachsen und also selbst unser Karma-Konzept, selbst wenn wir jetzt dann im Erwachsenenalter darauf treffen, sind wir versucht, selbst dieses Konzept wieder quasi zu ein bisschen zurückzuquetschen in unsere materialistische Weltsicht. Aber was ich genau damit meine, darüber sprechen wir heute ein bisschen. Ja, und Karma, Chakren, Elemente, Lehre, Tarot, Numerologie, also eben auch archetypische Arbeit, Arbeit, Meditation, Kontemplation, das waren immer so Dinge, die mich beschäftigt haben, bewegt haben und in denen ich unterwegs war. Und ich möchte heute euch einen Geschmack geben über dieses Thema Karma. Ein bisschen darüber sprechen und was es eigentlich ist und natürlich auch darüber sprechen, wie man damit arbeiten kann. Und andererseits möchte ich euch natürlich auch einen Kurs vorstellen, unseren Karma-Kurs, der circa einen Monat beginnt und auch wie der aufgebaut ist. Aber was ich noch auf jeden Fall hier schon erwähnen möchte, ist, dass dieses Thema wirklich mit allem verbunden ist. Ja, also es ist, auch wenn ihr jetzt nicht am Kurs teilnehmt oder sonst irgendwie, es ist, also ich hoffe, dass der heutige Abend sich auf jeden Fall lohnt, weil es ist wirklich ein Grundthema. Ja? Allein schon, wenn wir daran denken, ja, an diese alltäglichen Sätze, die wir manchmal so ganz nebenher sagen, wie zum Beispiel, er hat sein Leben ausgehaucht. Das ist jetzt gerade kein schönes Beispiel, aber warum ausgehaucht? Und da sehen wir schon wieder Atem, wie wichtig der Atem ist. Ja. Es ist nicht einfach nur, dass er unsere vitalen Funktionen erhält, sondern das ist eigentlich die Bewegung der Seele. Ja. In vielen alten Kulturen hat man die Vorstellung, dass der Wind oder der Windgott die Seele bringt. Ja. Was tun wir nach der Geburt? Das Erste, was wir tun, ist einatmen. Wir atmen unsere Seele ein, ja, und wir hauchen unsere Seele aus. Wir sagen das ja noch. Oder wie wir sagen, wir kommen in diese Welt. Ja.
Eigentlich kommen wir ja nicht in diese Welt, wir wachsen aus dieser Welt. Wir sind ein Ausdruck dieser Welt, jeder von uns ist ein Ausdruck dieser Welt. Aber trotzdem haben wir diese geflügelten Worte und da sehen wir schon, dass die Karma-Forschung und überhaupt die Forschung, dass wir nicht nur einmal hier sind, sondern immer wiederkehren, so alt ist wie die Menschheit. Ja, also viel älter eben als die moderne, sehr materialistisch angehauchte Weltsicht, mit der wir eigentlich erst so die letzten 300, 400, 500 Jahre in Europa leben oder seit der Renaissance ist eigentlich diese Weltsicht erst erstarkt und dann vor allem natürlich durch die industrielle Revolution und heute versuchen wir alles über den Körper zu lösen, unsere Schulmedizin bis hin zu Psychiatrie und so weiter. Ist natürlich nicht verkehrt, aber es ist nur ein Weg zur Seele. Und ein anderer Weg ist dann natürlich auch über das, was wir das Bewusstsein, den Geist, die Psyche nennen. Aber eigentlich gibt es noch einen, man könnte sagen, fast noch einen tieferen, ja, nämlich die Wurzel, das Sein, das, was ich eben auch die Seele nenne. Und das ist eben dieser Zugang. Also nur ganz kurz eben zu mir und ich, das sind ja so ein paar Fotos von mir von Nepal, Tibet und eins von einem Retreat, das ich mit Freunden immer wieder halte. Also, und ich habe das Glück eben schon seit fünf, sechs Jahren, noch nicht ganz sechs, in der Schule unterrichten zu dürfen. Und Karma ist eben so ein Thema, das immer wieder kommt. Und unser bevorstehender Kurs ist übrigens jetzt mittlerweile das vierte Mal, was der zustande kommt in diesen 5, 6 Jahren, also fast jedes Jahr gab es einen. Und es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, damit zu arbeiten. Ja, ja. Okay. Also heute Abend möchte ich euch, wie gesagt, zuerst einfach ein paar Gedankenanstöße dazu geben, was genau das Karma ist und dann auch ein bisschen darüber sprechen, wie man da arbeitet und dann bin ich offen für Fragen. Gut. Und wenn ihr allein schon überlegt, also jetzt, jetzt habe ich ja schon ein paar Gedanken zu diesem Thema gesagt, aber allein diese Frage, dieses Wer bin ich, ja, das scheint zuerst so eine sehr philosophische Frage zu sein und so weiter und so fort, aber eigentlich in der Wirklichkeit, der Fakt ist, dass wir uns diese Frage jeden Tag stellen. Nicht immer in einer vollkommen bewussten Art und Weise. Manchmal passiert das fast automatisch. Aber wir haben eigentlich jeden Tag Situationen, an denen wir auf die eine oder andere Art erstens zumindest mal entscheiden müssen. Manchmal auch gefragt werden, herausgefordert werden. Und wo wir uns fragen müssen, welchen Weg wähle ich? Und die Frage, welchen Weg wähle ich, ist eben nicht immer nur gänzlich aus den Faktoren zu entscheiden, dass ich sage, okay, das ist die bessere Variante für mich oder das ist der angenehmere oder leichtere oder was auch immer, vorteilhaftere Weg oder so macht man das und so weiter. Sondern es ist auch immer, in jeder Entscheidung, die wir fällen, ist auch immer unsere Persönlichkeit drin. Ja? Und gerade zum Beispiel bei schwierigen Fragen, ja, also gerade wenn wir jetzt versuchen zu entscheiden, nehmen wir einen neuen Beruf an und ziehen wir irgendwo hin, wollen wir woanders leben oder bleiben wir beim Alten, dann ist oft das Problem, dass die beiden Alternativen oft deswegen, die Entscheidung uns meistens deswegen so schwer fällt, weil gerade die beiden Alternativen oft nicht, man könnte sagen, auf das gleiche Level zu bringen sind. Weil meistens hat die eine Alternative gewisse Vorteile, also zum Beispiel in diesem Fall ein neuer Beruf, neues Zuhause, neue Impulse, neue Herausforderungen, aber eben auch mehr Risiken, gerade eben auch sich ein Umzug, Umstellung und so weiter. Und sehr häufig haben wir eben Faktoren in beiden Optionen, die wir schwer gegeneinander abwägen können, wo wir schwer sagen können, diese Version ist auf jeden Fall besser. Ja, weil dann wäre es egal, ob es eine große, anstrengende Entscheidung wäre, aber die Entscheidung selber wäre ja dann leicht oder schnell gefällt. Selbst wenn es eine große, lebensanschneidende Entscheidung ist, wir aber ganz klar wissen, wir wollen in diese Richtung, dann fällt es uns ja nicht schwer. Und genau die schweren Entscheidungen sind aber die Chance, sich unsere Persönlichkeit zeigt, weil in jeder schweren Entscheidung werden wir uns auch ein bisschen mehr klar darüber, wer wir sind. Und diese Frage, wer wir sind, ist eben nicht einfach nur eine philosophische Frage, die irgendwo im Raum schwirrt. Es ist eben eine Frage, die uns jeden
Tag begleitet. Und es ist eigentlich das, was unser Leben uns zeigt. Und das ist die nächste Herausforderung, das nächste faszinierende Element an unserem Leben. Wir werden geboren. Die wenigsten von uns werden sich an ihre Geburt erinnern. Und meistens haben wir aus der Kindheit so bis zum 6., 7. Lebensjahr relativ wenig Erinnerungen. Ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Aber unser Leben baut sich auf im Prinzip so, dass wir dann so ab dem 6., 7. Lebensjahr beginnen dann die Erinnerungen dichter zu werden. Dieses Netzwerk an Erinnerungen beginnt immer mehr das herauszubilden, was ich mein Leben nennen kann. Dann in der Jugend und dann vor allem dann schon in den 20ern, dann bin ich, egal welche Art von Persönlichkeit, egal ob groß oder klein, wichtig oder unwichtig, aber ich habe eine einzigartige Persönlichkeit. Die habe ich schon als Neugeborenes. Ja. Die hat jedes Tier übrigens und sogar jede Pflanze. Ja. Im Prinzip alles, was uns im Universum umgibt, hat irgendwo eine Persönlichkeit. Aber auch wir Menschen haben eine, aber bis zu diesem Lebensalter, also dann Teenageralter bzw. 20er, beginnt es immer klarer zu sehen, also man kann es immer klarer sehen, wer wir sind. Und zwar einerseits wir selber und andererseits auch unsere Umwelt. Und vor allem diese Frage, also dieser Blickwinkel, dass wir selber beginnen, besser zu sehen, wer wir sind, das ist die eigentliche Herausforderung, weil dann kommen dann ja eben auch diese Fragen und die werden immer stärker und immer wichtiger. Wie entscheidet Attila? Ja, also ich springe jetzt mal kurz aus mir raus. Wie entscheidet Attila? Und Attila macht eine Zeit lang solche Entscheidungen, eine Zeit lang solche. Manchmal entscheidet er schneller, manchmal langsamer, manchmal mehr aus dem Bauch heraus, manchmal ist er doch vielleicht etwas zu verkopft und so weiter. Und wir kennen das, ja. Jeder von uns hat das. Und jeder von uns entscheidet mal richtig und mal stellt sich später heraus, dass die Entscheidung vielleicht doch nicht so gut war. Und jeder von uns folgt mal seinem Bauchgefühl und mal weniger. Und jeder von uns hatte schon Situationen, wo er seinem Bauchgefühl folgt und das war eine richtige Entscheidung. Oder er hat sein Bauchgefühl gefolgt und hat sich als nicht gute herausgestellt. Oder umgekehrt hatten wir alle auch schon den Fall, dass wir nicht unserem Bauchgefühl gefolgt sind und trotzdem eine richtige Entscheidung hatten. Meistens ist es natürlich schon so, dass wir eher unserem Impuls folgen und es sich meistens als richtiger weiß. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir alle Arten von Entscheidungen schon erlebt haben. Und wenn wir uns trauen, in die Tiefe auch zum Beispiel diese Frage zu gehen, dann können wir uns irgendwann die Frage stellen, wer steuert eigentlich mein Leben? Was ich damit meine ist, nachträglich kann ich immer sehr schnell rationalisieren und sagen, ja, okay, ich habe jetzt weniger auf mein Bauchgefühl gehört und deswegen lief das schief und so weiter. Aber warum habe ich jetzt weniger auf mein Bauchgefühl gehört? Ja, ich habe jetzt weniger auf mein Bauchgefühl gehört, weil das war gerade so eine Lebensphase, da ist schon so viel passiert. Ach, okay. Warum war das gerade so eine Lebensphase? Und dieses scheinbar kindliche immer dahinter fragen, ist nicht sinnlos oder kindisch, sondern genau das kann die goldene Fährte sein, um zu verstehen, dass wir eine gewisse Art von Macht und Kraft über unser Leben haben und doch auch wieder nicht. Das heißt, wir können das Leben so betrachten, dass wir eigentlich gar keine Macht haben, dass eigentlich alles aus Impulsen passiert und dieses scheinbare Ich eigentlich zwar entscheidet, aber wer oder was genau ist es in mir, das entscheidet. Wir können aber genau die gegenseitige Perspektive auch annehmen und sagen, ich habe volle Verantwortung für alles, was passiert. Und beide Behauptungen sind auf ihre eigene Art und Weise richtig und schließen sich trotzdem nicht aus. Und keine dieser beiden Behauptungen kann die andere letztgültig ausschließen. Also es wäre auch nicht ganz richtig, auch wenn das manchmal, das klingt gut zu sagen, ich habe die volle Verantwortung für mein ganzes Leben. Es gibt immer einen Faktor, der eigentlich nicht in meiner Macht ist. Ja? Also ich werde von 7,8 Milliarden Menschen umgeben in dieser Welt und ganz vielen
eigentlich unvorhersehbaren auch Ereignissen. Zumindest für mich unvorhersehbar. Natürlich, wenn ich quasi der Mastermind dieser geschöpften Welt wäre und jeden Ereignisstrang einsehen könnte, dann nicht. Aber da, auf diesen Punkt möchte ich mit euch kommen. Genau das ist es, was unsere Seele aber eigentlich auch will. Stellt euch vor, zwei Schachspieler spielen Schach. In dem Augenblick, wo sie erkennen, und zwar beide erkennen, pass auf, mein Gegner, der wird in 6 Zügen mir Schachmatt geben, der wird gewinnen. Dann hören sie auf. Sie spielen es nicht zu Ende. Warum? Weil sie genau wissen, wo es hingeht. Und das erinnert sehr an den Moment unseres Todes aus der Sicht unserer höheren Seele. Wenn unsere höhere Seele genau weiß, wo es hingeht, wenn sie das Leben in seiner tiefen Wurzel verstanden hat, dann lässt sie es meistens los. Das mag erschreckend klingen aus dem physisch-psychischen Körper, aus meinem normalen Menschenleben. Aber aus dem höheren Bewusstsein ist es vollkommen logisch. Keiner von uns wollte eigentlich für immer leben. Das wäre langweilig. Ja. Das klingt jetzt so, vielleicht so banal oder salopp oder so dahergesagt. Aber ich lade euch ein, in die Tiefe dieses Gedankens zu gehen. Wollten wir wirklich ein vollkommen vorhersehbares Leben? Natürlich, sehr oft haben wir Angst und wir planen und wir bereiten uns auf das Schlimmste vor und so weiter. Und gerade dieses moderne Leben gibt uns ja auch viel Raum, uns vorzubereiten. Ja, noch vor 100, 200 oder vor 1000 Jahren war das Leben ja ganz anders. Ja, da hat man viel mehr mit Unvorhersehbarkeiten gelebt. Allein schon das Wetter hat ja viel mehr Wirkung auf das Leben der Menschen damals gehabt als heute. Heute sind wir ja da schon viel unabhängiger. Aber gleichzeitig ist es dann auch auf der Boden für die Möglichkeit, mehr Angst zu schüren und eben immer mehr auch unbegründete Angst. Aber auf jeden Fall, wir wollen, dass das Leben einen Grad an Unberechenbarkeit hat. Aber ein vollkommen unberechenbares Leben würde uns verwirren, ja? würde uns vollkommen unsicher machen. Wir könnten nichts damit anfangen. Also ein vollkommen unsicher, und wenn ich jetzt dieses Beispiel mit dem Schachspiel genannt habe, nehmen wir ein anderes, ein Glücksspiel, ja, das vollkommen nur auf Glück basiert, das ist auch langweilig. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur Würfel würfeln, wer wirft mehr? Das hat keinen Inhalt. Wenn ich aber es kombiniere mit zum Beispiel, wer von euch zum Beispiel Würfelpoker spielt, ja, das ist natürlich auch ein reines Glücksspiel, aber man hat schon Kategorien, wo man gucken muss und man muss schon eine gewisse Taktik anlegen. Auch wenn es im Wesen her ein Glücksspiel ist. Aber ein bisschen Taktik und Planung ist gefragt. Und das ist die Essenz des Lebens. Und wenn wir nur in unserer unter Anführungsstrichen kleinen Ich-Perspektive bleiben, dann sehen wir das nicht, sondern wir arbeiten ständig daran, versuchen unser Leben abzusichern und jagen nach Erlebnissen, nach Freuden, was auch immer, was ja auch in Ordnung ist, ja, oder dann eben auch nach Weiterentwicklung, Selbstentwicklung und so weiter. Wenn wir aber beginnen zu verstehen, dass das Leben diese beiden Enden hat, vollkommene Berechenbarkeit, überhaupt vollkommene Unberechenbarkeit, dann verstehen wir, dass die Essenz, das Salz des Lebens genau in der Mitte liegt. Und wenn wir jetzt verstehen wollen, warum wir das Leben leben, das wir leben, warum das Spiel des Lebens für uns persönlich so läuft, wie es läuft und vor allem, ob es Sinn hat, ob wir überhaupt eingreifen können, ob wir überhaupt etwas verändern können. Also das sprichwörtliche alte Thema ist alles im großen Buch sowieso vorher gesagt und geschrieben oder ist gar nichts, ist alles Zufall. Das sind ja so die typischen tiefen philosophischen Themen, die uns beschäftigen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Schon die Griechen hat das beschäftigt. Ja? Ist alles vorhergesagt? Haben wir überhaupt keine Wirkung oder ist alles Zufall? Und das Geheimnis ist zu verstehen, dass beides ein bisschen wahr ist. Ich versuche das immer so zu greifen, indem ich sage, es ist nicht unbedingt jeder Schritt unseres Lebens festgehalten. Was aber doch sehr klar, nicht festgelegt, aber was eben in der Tiefe unserer Seele schwingt, das sind im Prinzip die Arten eigentlich von Begegnungen,
von Erlebnissen. Warum? Weil das in unserer Seele brennt. Wir alle haben tief in unserer Seele innere, tiefliegende Überzeugungen, das kennen wir, Überzeugungssätze, aber nicht, also wirklich tiefliegende Überzeugungen. Und unser Leben entfaltet sich. Unser Leben ist im Prinzip unterschwellig eine Kommunikation zwischen meiner inneren Seele und dem Stoff, den wir die Welt nennen. Diese Überzeugungen, die arbeiten in mir und die Welt spiegelt das auf die verschiedenartige Weise. Also denkt an Situationen, wo ihr immer wieder das Gefühl habt, warum passiert das immer mir? Oder warum passiert das immer so? Oder warum ist das immer so? Und da sind wir schon auf dieser Fährte, was Karma ist. Ja? Karma ist nicht ein Urteil. Und Karma ist nicht ausreichend beschrieben, also beliebt ist diese Beschreibung mit Ursache und Wirkung. Karma ist nicht Ursache und Wirkung. Karma ist der Glaube an Ursache und Wirkung. Aber ich erkläre das gleich mehr im Detail, was ich damit meine. Unter anderem, also Karma ist gleichzeitig viel mehr, aber eigentlich doch viel einfacher. Das Wort Karma selber heißt eigentlich nichts weiter als Handlung. Ja? Sprich, was zeigt sich auf dem Gebiet der Handlung in meinem Leben? Was ereignet sich? Und ich darf, ich glaube, ich habe eh die, ich komme zu dieser Folie noch, aber ich wollte euch diese Folie zeigen. Ihr habt übrigens, die Folien bekommt ihr in der Nachfolgemail zu diesem Abend dann als Handout. Ja. Ihr kennt dieses alte Sprichwort, pass auf, was du denkst, denn was du denkst, das wird eben zu deiner Vorstellung, zu deiner Überzeugung, das trägst du in dir, darüber sprichst du und das wird zu deinen Taten und was du tust, das wird zu deiner Gewohnheit, deine Gewohnheit zu deinem Charakter und zu deinem Schicksal. Jetzt könnte man sagen, der Ursprung ist in den Gedanken, aber da sind wir wieder bei einem Problem von vorhin. Wer oder was macht meine Gedanken? Und vor allem, warum halte ich daran fest? Wie stark halte ich daran fest? Wie sehr identifiziere ich mich damit? Und wie gut kann ich das loslassen? Was aber eben wichtig ist in dieser ganzen Verkettung, das ist, dass die Handlung genau in der Mitte liegt. Die Handlung ist deswegen so wichtig, weil unsere Mitmenschen uns anhand unserer Handlungen beurteilen, aber nicht nur unsere Mitmenschen, wir selber auch. Wir beurteilen uns selber an dem, was wir erreicht haben, was wir in die physische Form gebracht haben, in unser Leben in Erscheinung gebracht haben. Und gleichzeitig ist es eben auch dieses physische Leben, das uns als Spiegel dient. Und damit ist aber die physische Wirklichkeit jetzt nicht das Einzige, sondern eben da ist diese ganze Verkettung dazwischen. Das, was aus unserer Seele heraufsteigt, das, was sich in unserem Bewusstsein zeigt und dann in der Physis materialisiert. Und das, darauf treffen wir. Ja? Wenn ich jetzt, um ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt ein Minderwertigkeitsgefühl mit mir trage, dann kann ich die verschiedensten Strategien haben, damit umzugehen. Ja? Die beste Strategie wäre es, das einfach mir selbst zuzugeben und es erlauben, zu sagen, okay, was passiert, wenn ich weniger wert bin als alle anderen Menschen auf der Welt? Na und? Sind ja eben 7,8 Milliarden, will eh jeder wichtiger sein als der andere. Ja, ich spitze das jetzt zu, aber wenn ich das erlaube, dann geht schon sehr viel Gewicht weg, aber sehr häufig haben wir leider nicht diese Weisheit oder es braucht eben seine Zeit und das ist schon Teil dessen, was wir Karma-Arbeit nennen. Es braucht seine Zeit, bis wir eben zum Beispiel so etwas uns trauen zu sagen. Ja? Und zwar wirklich aus dem Herzen heraus und nicht als ein neuerer Abwehrmechanismus oder als ein Kopf in den Sand stecken, sondern wirklich voll das Erlebnis, zu wenig zu sein, in der Seele zum Beispiel zu erlauben. Ja? Das ist schon Teil der Karma-Arbeit. Nehmen wir an, ich habe dieses Erlebnis in der Seele, ich fühle mich zu wenig. Dann wird mir sehr wahrscheinlich das Leben ständig Situationen liefern, in denen ich das auf die eine oder andere Art und Weise wirklich in natura auch erlebe, weil ich es in der Seele trage. Aber erkennen tue ich es durch das Ereignis, durch das Karma, durch die Tat. Aber lesen tue ich dieses Karma in meiner Seele oder erkennen tue ich es da.
und arbeiten damit, kann ich eben auch hier. Und es sind nicht nur Situationen, sondern das kann immer weiterführen. Ja? Das kann bis zu Wehwehchen, chronischen Erkrankungen, bis hin auch zu schwerwiegenden Erkrankungen führen. Das sind ja auch immer die Alarmglocken. Der Körper läutet die Alarmglocken. Also diese Zusammenhänge sind da, wobei natürlich auch immer Vorsicht geboten ist. Weil ich sage immer, es ist eine weiche Wissenschaft. Ja, dann sofort immer aufzuschreien und allem eine Bedeutung zu geben, ja, und zu sagen, das heißt jetzt das und das heißt jetzt das. Das ist natürlich dann schon quasi, das ist die andere Gefahr, ja, dass man zu spirituell wird. Ja. Aber ein gesunder Menschenverstand, und wenn man das wirklich mit dieser Feinheit bearbeiten kann, dann beginnt man zu erkennen, dieses, wogegen laufen wir an. Und natürlich bei uns selbst ist die Arbeit immer am schwierigsten. Bei den anderen sehen wir es sehr schnell, ja, sehr, sehr leicht. Ist natürlich auch wieder ein bisschen so eine Typusfrage, wer das schneller sieht oder weniger sieht und wer es gerne bei dem anderen lieber nicht sehen möchte und so weiter und so fort. Da sind ja wieder sehr viele Facetten dabei. Aber wichtig ist, dass ihr versteht, eben Karma, Handlung ist eigentlich das, was ich beginne zu lesen. Und zwar primär erstmal in diesem Leben, in meinem diesem Leben, weil hier möchte ich es ja verstehen. Hier brauche ich die Veränderung. Also die früheren Leben, egal ob es sie gegeben hat oder nicht oder in welcher Form, sind für mich vor allem in dieser Hinsicht von Bedeutung. Und da sind wir auch schon im Punkt unter anderem bei Rückführung und verschiedenen Methoden, dass die uns ja auch vor allem für unser jetziges Leben Antworten liefern und das eben in Bilder sehr gut zusammenfassen können. Und vielleicht noch ein letztes Wort zu dieser Folie. Ich habe dieses Wort Gefühle auf die Ebene von Tat, Handlung und Karma geschrieben, weil die Gefühle, die Emotionen, wir arbeiten ja primär mit Emotionen in der Karma-Arbeit und vor allem mit Emotionen erkennen, Emotionen verbunden mit Überzeugungen. Ja. Also die Überzeugung tragen wir in uns und die produziert eben wiederkehrende Emotionen, die wir nicht haben möchten. Ja. Das ist dann die Karma-Arbeit und deswegen möchten wir sie auflösen. Aber die Emotion ist eigentlich der Kompass, ja, der zeigt uns, wo es hingeht. Ja. Denn wenn wir uns nicht wohlfühlen, in so einem Zustand wollen wir nicht bleiben. Wir wollen, dass wir uns wohlfühlen. Und deswegen ist unser wahres Zuhause, das Zuhause unserer Seele, eben Glück oder Glückseligkeit. Ja. Und ich gebe gerne dieses Beispiel vom blauen Himmel. Ja. Der Himmel ist immer blau, egal wie viele Wolken. Also jetzt gerade die letzten, also seit heute eben halt ganz viele Wolken, aber es sind Wolken. Der Himmel ist dahinter, der ist da. Ja. Die Wolken gehen irgendwann wieder vorbei. In der Karma-Arbeit beginnen wir, das Wandern der Wolken zu verstehen und das Entstehen und Vergehen der Wolken zu verstehen. Und je mehr wir verstehen, dass hinter den Wolken eben der Himmel, also dieser Urgrund, dieser eigentlich immer glückselige Urgrund unserer Seele ist, desto freier von unserem Karma werden wir. Weil Karma ist nicht unbedingt etwas Negatives, aber Karma, also ich vergleiche gerne Karma mit einem, quasi mit einem Minuskonto, ja, weil sehr häufig hört man ja gutes Karma. Es gibt kein wirkliches gutes oder schlechtes Karma. Es gibt nur Karma. Und je weniger, desto besser. Und wenn wir null erreicht haben, ist unsere Seele eigentlich frei. Ja? Zumindest eben das ursprüngliche Konzept in Tibet, Indien und anderswo. Und übrigens auch im frühen Christentum. Das frühe Christentum bis ins 4., 5. nachchristliche Jahrhundert, da gab es auch wirklich eine Wiedergeburtsvorstellung. Nicht eine Auferstehung, die kam eben erst nach dieser Zeit. Dieses Konzept der Auferstehung wurde erst später entwickelt. Das ursprüngliche Konzept des frühen Christentums war wirklich die der Wiedergeburt. Also es war fester Bestandteil auch unserer Kultur. Es ist also nicht etwas, das wir exportieren, ja, sondern das liegt in uns, in unserer Seele. Das ist angelegt, diese Vorstellung. Ja. Also die ist tief in jeder Kultur. Es gibt eigentlich keine altertümliche Hochkultur der Welt, die dieses Konzept nicht gekannt hätte. Ja. Weil es irgendwo auf der Hand liegt, eben nicht einmal hier zu sein. Ja. Also das ergibt sich, muss man sagen. Ja. Also unsere Gefühle sind der Kompass,
die uns eben zeigen, wohin wir uns öffnen möchten. Die zeigen uns, wo es hingehen soll. Und ich darf hier jetzt kurz zurückkommen auf die Folie davor. Also hier habt ihr eben das Wort Karma. Karma heißt eigentlich nur Handlung. Ja? Bettina fragt, hallo Attila, wo findest du Beweise, dass im Christentum Wiedergeburt geglaubt wurde? Bettina, grab dich in die Geschichte des frühen Christentums ein. Da gibt es ganz viel Literatur. Und das, was heute mittlerweile ein Schimpfwort leider im Christentum ist, nämlich die Gnosis, ja, und die quasi eine Randgruppe oder als Randgruppe zur Randgruppe wurden, aber nicht die Randgruppe waren, sondern das ursprüngliche Christentum waren, da war diese Vorstellung sehr, sehr stark präsent, ja, und die wurde mitgetragen. Das wäre jetzt ein sehr langer Bogen, den zu schlagen, aber in 2 Wochen gibt es einen Arbeitskreis, wenn du Lust hast, können wir uns da mehr darin vertiefen. Aber es gab eine ganz lange Geschichte und das ist absolut greifbar. Ja? Also da gibt es ganz viele Wurzeln und Augustinus, der hat ja genau unter anderem dagegen gekämpft. Ja? Da gab es damals schon 2 Gruppen. Da gab es die Puristen, die haben gesagt, wir brauchen diesen ganzen Firlefanz nicht mit Wiedergeburt und so weiter. Und es gab die offen waren für die vielen feineren Energien. Die gab es damals schon. Dieser Kampf hat schon im frühen Christentum begonnen. Ja? Dafür gibt es ganz viele geschichtliche Quellen. Ja? Also das ist jetzt kein Geheimnis, ja. Bettina, du schreibst, die Gnosis wurde als Sekte abgelehnt. Heute lehrt man das an der Schule. Aber wenn du zurückgehst in die Geschichte, waren die Gnosis keine Sekte. Im 5. nachchristlichen Jahrhundert, als der Streit eben losging, unter anderem über dieses Thema Reinkarnation und vieles andere über christliche Lehren, da stand die Hälfte der Belegschaft auf und ging aus Protest hinaus. Und die drinnen blieben, die Puristen, die haben mit Fingern auf den gezeigt und gesagt, das sind die an der ursprünglichen Lehre festhalten. Das sind die Gnostiker. Wissen, ja, Gnosis, verstehen. Also quasi die an der ursprünglichen Lehre festhalten. Das ist festgehalten in den christlichen Niederschriften der Konzile. Ja, das ist kein Geheimnis, worüber ich spreche, oder das ist keine Mystik oder sonst was. Das kann man alles nachlesen. Es gibt auch eine Webseite, zum Beispiel gnosis.org. Ich habe sie jetzt schon sehr lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die noch steht, aber da kann man auch zum Beispiel diese Niederschriften der Konzile alle nachlesen. Also das ist kein Geheimnis. Das ist das, womit wir eben heute gerne geimpft werden, weil wir die Geschichtsschreibung der heutigen Sieger lesen und die natürlich die alten Gegner ganz böse abfärben. Aber mehr möchte ich mich darin jetzt nicht verlieren. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, dieses Konzept ist in jeder Kultur der Welt zu Hause. Ja. In jeder Kultur. Und Bettina, wir können sehr gerne darüber in unserem Arbeitskreis in 2 Wochen, wo wir eben auch ein sehr ähnliches Thema haben, können wir darüber sehr gerne noch mehr in die Tiefe gehen. Okay, Bettina, du fragst deshalb, weil du noch schwankst zwischen katholischem Glauben an den Himmel und die Wiedergeburt und du hast Theologie studiert. Also wenn du Lust hast, ich lade dich herzlich ein, Bettina. Also wir kennen uns ja schon gut, du warst ja schon bei vielen Kursen dabei, plaudern wir in unserem Arbeitskreis darüber. Und ich kann dir sehr gerne zeigen, dass die beiden sich gar nicht ausschließen. Nur leider eben im Laufe der Geschichte einfach gewisse, das war einfach auch irgendwo Teil der Menschheitsgeschichte. Aber wie gesagt, mehr möchte ich mich jetzt dann nicht verlieren. Okay, die andere Frage, Katharina. Du hattest vorhin gesagt, dass es sein kann, dass selbst wenn das Bauchgefühl sagt, es manchmal nicht stimmt. Ich habe eine starke Intuition. Und bisher hat mich mein Bauchgefühl nie getäuscht, beziehungsweise waren die Entscheidungen immer richtig. Jetzt hatte ich eine persönliche Situation, wo es aber anders war. Also mein sehr starkes Bauchgefühl nicht richtig lag. Wie kann so etwas überhaupt sein? Gerade deshalb, die Antwort habe ich ja gerade gegeben. Wir wollen ein Spiel, das herausfordernd ist. Wir wollen ein Spiel, das nicht berechenbar ist. Es kann nicht bis zuletzt. Wenn ich immer auf mein Bauchgefühl höre und es immer stimmt, dann ist das Leben vollkommen berechenbar. Dann geht die ganze Freude daran verloren. In dem Augenblick wollen wir es nicht mehr leben. Die höhere Seele langweilt sich in diesem Augenblick an dem Leben zu Tode. Das können wir uns hier im menschlichen Körper fast gar nicht vorstellen. Aber so ist es. Wir wollen das gar nicht. Wir wollen nicht immer Erfolg haben. Wir wollen die meiste Zeit Erfolg haben. Das gibt uns ja die Freude. Das sind so die Feinheiten, die zuerst manchmal fast banal scheinen, aber das ist eigentlich wirklich
das, was das Leben am Leben erhält. Und wenn man das beginnt zu verstehen und zu verstehen, mit welcher Leichtigkeit eigentlich unsere Seele sich durch Lebens bewegt und das, was für uns in unserem menschlichen Körper und aus unserer Perspektive als tragisch wirkt, eigentlich aus der Perspektive der Seele meistens etwas ganz Leichtes ist und meistens Teil eben dieser Frage ist, wer bin ich, der Selbstergründung. Denn die Seele, die möchte sich verstehen. Deswegen kommt sie hierher. Deswegen kommt sie in dieses Umfeld namens Leben. Das ist eigentlich, womit sie arbeitet. Ja? Silvia, zum Arbeitskreis kann man sich auch anmelden. Ich sage am Ende ein paar Worte dazu. Gut, was ihr... okay. Mille Dilde schreibt, was ist konkreter karmischer Rat? Also einen Teil, was man konkret eben mit seinen Karma machen kann, habe ich ja jetzt schon gesagt. Also es fängt damit an, dass wir erstmal unseren Kopf nicht in den Sand stecken vor Problemen und vor allem gar nicht vor Problemen, die rundherum passieren, sondern vor der Wurzel, dass wir gewillt sind, stehen zu bleiben und zu sagen, die Wurzel dessen, was mit mir passiert, ist irgendwo auch in mir zu finden, auch in mir, weil wir sind nie getrennt vom Leben. Ja, da wollte ich euch gerne hinführen, euch das zu zeigen, dass wir nie getrennt sind vom Leben. Ja. Okay, aber Mille, bleib ein bisschen dabei und am Ende kommen wir dann eben auch noch zu den Methoden, was man alles machen kann mit der Karma-Arbeit. Aber noch ein paar Worte zu dem. Also wir haben dieses schöne deutsche Wort Schicksal und da ist das Schicken drinnen. Wir wurden mit etwas geschickt. Also schon unser deutsches Wort drückt eigentlich die Karma-Vorstellung aus. Ja. Wir sind mit etwas geschickt, ja. Wir haben hier etwas zu tun und wir sollten möglichst geschickt sein, ja. Interessant ist, die lateinischen Wörter Sors und Fatum, ja. Sors heißt so fast so etwas wie Reihenfolge, ja. Die Reihenfolge der Ereignisse. Und Fatum ist im Englischen, spürt man das noch, ist Fate und Faith, sind verbunden, ja, also sprich Schicksal und Glaube. Und das ist auch kein Zufall, ja. Denn wenn wir in unseren Glauben, ja, und wir haben ja, der moderne Mensch hat dieses Wort Glauben auch so ein bisschen ins Abseits gestellt, ja, das glaubt er nur. Das Wissen, das ist etwas, und das Glauben, das ist ja etwas. Aber eigentlich ist das von der Perspektive der Seele genau umgekehrt. Das Wissen, das ich kann wissen, ich habe hier einen Stift, ich weiß, wie man den zusammenbaut und dann schreibt es toll, super. Und sonst hätten wir das nicht. Aber das, was ich glaube, das ist der Anfang, um etwas Neues zu erschaffen. Also Glaube ist nicht, der moderne Mensch hat Glauben, so das ist was für die Dummen. Ja? Entschuldigt für den Ausdruck, ich spitze das jetzt zu. Ja? Aber der Glaube ist eigentlich die wahre Macht. Weil der Glaube eben auf das zurückgreift, was ich hier drinnen eben weiß. Ja? Was hier drinnen klar ist. Und ich das eben in die Wirklichkeit bringen kann. Und ich habe hier in Klammern noch die beiden Worte Gene und Erziehung hingeschrieben. Also der moderne Mensch, der sagt, ich bin so und so, ein Teil Gene, ein Teil Erziehung und vielleicht noch ein dritter Teil, was ich damit mache und so weiter, ist auch absolut in Ordnung. Aber der Begriff Karma geht eigentlich an die Wurzel dessen, weil für das, wenn ich an die Wurzel gehe, dann beginne ich zu verstehen, warum ich die und die Gene habe, warum mir diese und jene Art von Erziehung widerfahren ist oder Kindheit. Ich sage nicht, diese und jenes hat sich in der Kindheit herausgebildet. Nein, die Kindheit war schon Ausdruck dessen, was ich in meiner Seele trug. Und das ist der wesentliche Unterschied, wenn ich das aus der karmischen Perspektive sehe. Ich behaupte jetzt nicht, dass es unbedingt die bessere ist, aber sie geht an die Wurzel. Ja, sie sieht das als einen Ausdruck. Das ist wie ein Stängel mit Blättern. Ja? An den Blättern, an den Genen, an dem Körperbau, an dem ganzen Leben, an der Redensart, an der Sprache, am Geschlecht und so weiter, kann ich all das ablesen, was im Samen schon drinnen war und was sich dann eben als Pflanze mit Blüten entfaltet. Und die Blüte ist ja das, was dann, warum sich die Pflanze entfaltet. Also unser Karma hat ja dann auch eine Blüte. Ja. Volker, du fragst, warum heißt Karma jetzt Schicksal? Karma heißt nicht Schicksal. Ich habe jetzt nur neben das indische Wort Karma, habe ich jetzt das deutsche Wort Schicksal hingeschrieben. Da habe ich nicht, das ist keine Übersetzung. Ja?
Karma heißt Handeln, und zwar im Sanskrit heißt Karma Handlung oder Handeln. Ja? Und ich habe hier aber, was ich noch hingeschrieben habe, noch nicht bewusst gemachte Erinnerungen. Und wenn wir das aus dieser Perspektive sehen, dann beginnen wir zu verstehen, dass im Prinzip alles, was mir im Leben widerfährt, eben wie eine Pflanze ein ständiger Ausdruck dessen ist, was in meiner Tiefe liegt. Und das, was ich in der Karma-Arbeit tue, ist eben an diese Wurzel zurückzugreifen und die ganze Pflanze zu verstehen. Und daraus eben auch vorhersehen zu können, wie sich die Pflanze entwickeln wird und vor allem gar nicht, wie sie sich entwickeln wird, sondern was ich tun sollte, damit sie sich bestmöglich entwickelt. Und die Essenz dessen ist eigentlich, das Karma loszulassen. Und das ist natürlich wieder etwas, das sehr schwer in den rationalen Kopf hineingeht. Wie kann sich etwas perfektionieren, wenn ich es loslasse? Aber genau das ist das Spiel, was ich vorher auch mit dem Schachspiel und dem Glück und dem, also dem Zufall und dem Planen gesagt habe. Ja? Also das Geheimnis, die Essenz des Lebens ist, gleichzeitig voll drinnen zu sein in dem Spiel namens Leben. Ja? Und es ist kein grausames Spiel, es ist nicht irgendein hoher Schöpfer, der mit uns grausam spielt. Nein. Er ist leicht. Also es gibt dieses schöne Sprichwort. Warum können die Engel fliegen? Die Engel können nicht fliegen, weil sie Flügel haben, sondern weil sie das Leben leicht nehmen. Weil sie in Leichtigkeit leben. Und wenn das für die Engel gilt, dann gilt das noch mehr oder am meisten für den Schöpfer. Also der Teufel ist nichts als voller Ernst. Und er will uns glauben machen, dass das voller Ernst ist und dass das alles schmerzt. Das mag jetzt auch banal klingen, ja, aber versuchen wir uns zu öffnen dafür, was Licht ist, was Helligkeit bedeutet, was Wärme bedeutet. All diese Begriffe, die für uns eben die Essenz, also der indische Weise Ramana Maharshi hat das so schön ausgedrückt, hat gesagt, das Leben ist nichts weiter als wandelnde Schatten auf dem Meer des Lichts. Und genau dieser Blickwinkel ist es, zu dem ich gelange, je mehr ich mein Karma durchdringe und loslasse und verstehe, dass mein Leben sich von selbst entwickelt. Und da gibt es ein sehr schönes Sprichwort aus der Avatamsaka Gita. Und das klingt in etwa so, das ist eine indische Schrift, die Avatamsaka Gita, eine Befreiungsschrift. Und da heißt es, ich habe kein Karma, bleibe aber trotzdem nicht ohne Karma. Also auf Deutsch übersetzt, das in etwa heißen, also ich habe eigentlich kein Schicksal, weil ich lebe immer im Hier und Jetzt, in der Mitte der Zeit, in der Mitte meines Raumes im Prinzip, meines Universums. Ja. Was für ein Schicksal habe ich jetzt? Ich habe keins, aber ich bleibe trotzdem nicht ohne Geschichte. Ich habe eine Lebensgeschichte. Ja. Und der Satz geht dann so weiter, ich habe kein Schicksal, bleibe trotzdem nicht ohne Schicksal, oder ich habe kein Karma, bleibe trotzdem nicht ohne Karma. Ich bin das heilige Feuer in dem Karma, und also Karma, Nishkarma, also Handlung ohne Handlung verbrennt, ja, oder Schicksal und Schicksallosigkeit verbrennt. Ja. In einer anderen Kultur, in der chinesischen, nennt man das Wei Wu Wei, Handeln ohne zu tun. Ja. Also voll und ganz drin zu sein im Leben, aber gleichzeitig die Veränderlichkeit. Und eben diesen spielerischen Charakter, und zwar diesen freudvollen spielerischen Charakter des Lebens eben zu sehen. Katharina, übrigens, Salus kommt aus Lateinisch und heißt Heil, Schicksal übersetzt. Es ist uns ein Heil geschickt. Aha, ja. Dankeschön, danke Katharina, auch sehr schön. Einen Satz habe ich euch noch mitgebracht, der das ein bisschen ausdrückt, wie Karma sozusagen funktioniert, ist ebenfalls aus der Avatamsaka Gita, eben aus dieser Schrift, die wahrscheinlich aus dem 9. nach 10. Jahrhundert, oder vielleicht noch später entstanden ist, weiß man nicht so hundertprozentig genau, aber da wird das, da versucht man das ein bisschen auszudrücken, das Schicksal jener, die durch, oder die, also man müsste das eigentlich so formulieren, das Schicksal jener nicht, die durch ihre Handlungen leben, sondern die ihr Leben nur als Summe ihrer Handlungen verstehen, dessen Leben wird durch ihr Denken, also wie sie die Welt sehen, durch ihr Denken am Ende des Lebens neu bestimmt. Also die Wiedergeburt ist eigentlich die Wiedergeburt dieser Inhalte, die in mir arbeiten. Und diese Inhalte lassen eine neue Welt entstehen. Man könnte jetzt klassisch sagen, die suchen sich einen neuen Körper. In gewissem Sinne, ja, so ist es, wie wir es kennen. Aber eigentlich, streng genommen, ist es eigentlich noch radikaler, was in der Karma-Lehre gesagt wird. Nämlich, sie suchen sich nicht unbedingt einen neuen Körper, sondern sie erschaffen sich eine komplett neue eigene Welt, in der sie das wieder
bearbeiten können. Und Karma ist quasi dieser Inhalt, also ganz salopp formuliert, ist Karma die Überzeugung der Seele, ich habe zu tun. Und zwar in einer Welt, jetzt in diesem Falle in einer Welt namens Erde. Also das Schicksal jener, die durch ihre Handlungen leben, wird durch ihr Denken am Ende des Lebens bestimmt. Der entleerte Geist des in der Einheit fest verankerten Menschen bestimmt kein weiteres Schicksal für ihn. Und da ist dieser Moment des Loslassens. Loslassen heißt nicht, ich tue nichts und mir ist alles Wurst. Aber Loslassen ist eben genau zu verstehen. Ich folge meistens meinem Bauchgefühl, und es funktioniert immer, aber doch, und das ist Gnade. Gnade kann nur passieren, ich verstehe, dass die Gnade nicht von mir ausgeht. Die passiert mir. Wenn ich genau verstehe, dass ich, auch wenn ich mich mühe immer, das Beste herauszubringen und wirklich mit reinem Gewissen mich mühe, recht zu leben und richtig zu leben, in Bezug auf mich und in Bezug auf meine Mitmenschen, auf mein ganzes Leben, kann ich trotzdem Fehler machen und ich kann trotzdem nicht alles vorhersehen. Und manchmal will der liebe Gott, das Schicksal, was auch immer, die höhere Fügung, manchmal will sie, dass die Dinge anders laufen. Genau damit wir uns öffnen. Und genau darum geht's. Das Leben ist ein ständiges Spiel von Öffnen. Und in einer der indischen philosophischen Richtungen, das Samkhya, da wird es auch ganz klar beschrieben. Da wird gesagt, dass im Prinzip die Welt unserer innersten Seele, ja, das nennt man Purusha, quasi ständig deswegen kalt und warm liefert, hell und dunkel und ständig immer alles ein bisschen anders hat, damit sie ihre wahre freie Natur, ihre eigene Natur erkennt und sie befreit. Und in dem Moment, wo die Seele befreit wird, erkennt sie, dass sie gar nicht befreit werden kann, weil sie immer schon frei war. Und diese Freiheit aus der inneren Seele strahlt dann aus die Welt aus. Und dadurch werde ich eben zu diesem heiligen Feuer, in dem Schicksal und Schicksallosigkeit verbrennt. Mein eigenes und das meiner Mitmenschen. Weil ich nicht mehr in diesen Konzepten von Karma lebe. Das ist natürlich quasi der Idealzustand, der vollkommen Befreite. Keiner von uns ist in diesem Idealzustand. Es gibt eben auch ganz viele Theorien, wo gesagt wird, dass in dem Moment, wo wir den erreichen, verlassen wir das Leben, wir treten aus. Ja? Wir gehen ins sogenannte Parinirvana, wie die Buddhisten das nennen würden, ja? in das Loslassen. Nirvana kennen wir als quasi leeres Paradies aus dem Buddhismus, aber eine der möglichen Übersetzungsmöglichkeiten für das Wort Nirvana ist aushauchen, ausatmen, loslassen. Ja? Was machen wir am Ende unseres Lebens? Wir lassen los. Ja. Okay. Wie arbeiten wir damit? Ganz banal. Der erste Schritt scheint ganz banal und etwas, das wir immer tun. Aber bewusst, zu einem bewussten Beobachter zu werden, eben auch das, was die Inder zum Beispiel die Zeugenposition nennen. Ja. Und zwar sich selber genau zu beobachten und die Mitmenschen. Also nicht nur zu sagen, hey, ich sehe, was mit dir los ist, sondern zu sagen, zu sehen, wogegen rennt dieser Mensch und wirklich wertfrei dabei zu bleiben. Das wertfrei ist das, was uns am meisten schwerfällt in Bezug auf andere und vor allem auf uns selbst und vor allem auf die, die uns nahestehen und wichtig sind. Da ist es am schwersten, diese Wertfreiheit zu praktizieren. Ja? Aber pures, stilles Beobachten. Deswegen ist ja Meditation auch der erste Schritt und so ein kraftvoller Schritt. Weil das letztlich pures, stilles Beobachten, es ist eigentlich noch weniger als Beobachten, es ist ein Beobachten des Atems, es ist Sein. Ja? Da gibt es ja auch dieses schöne Sprichwort, Meditation ist nicht das, was du tust, sondern das, was du bist. Und deine Persönlichkeit ist nicht das, was du bist, sondern das tust du. Weil das zeigt sich dir durch die Handlungen, die du setzt oder die Dinge, die mit dir passieren. Ja? Also der erste Schritt ist wirklich Beobachten. Das klingt banal. Aber gut beobachten können, sich selbst und eben auch andere, ja, das ist schon der erste wichtige Schlüssel. Und da hat man schon sehr schnell sehr klare Informationen. Ihr habt das alle, ihr wisst das, ihr kennt das in eurer Seele. Ihr seht jemanden, ja, und ihr denkt euch, hey, wogegen rennt der? Da ist übrigens auch hilfreich, ich sage immer, das ist auch eine ganz gute Übung, sich vorzustellen, wie ist dieser Augenblick, wie könnte der Augenblick meines Todes sein? Und ich sage immer, ein bisschen hat dieser Augenblick des Todes so eine Art, so einen Effekt, wo man sich plötzlich denkt, hey, ich rede und keiner hört mich.
ich tue und keiner sieht mich. Und übrigens, die Tibeter, die Inder und viele Kulturen beschreiben das auch so. Ja? Dieses plötzlich lockert sich diese Verbindung zu der Welt und dieser Glaube daran, dass ich hier zu tun habe eben und dass ich fester Teil davon bin. Natürlich bin ich schon ein fester Teil davon. Ja? Also Glaube heißt jetzt nicht, dass es, weil es, wir müssen immer aufpassen zwischen den Extremen. Es ist, wir können nicht sagen, es ist alles Illusion. In gewissem Sinne ist alles Illusion, aber Illusion heißt ja nicht, dass es unwirklich ist. Der Wortstamm von Illusion stammt aus dem Lateinischen ludere, ja, und das heißt spielerisch, veränderlich. Alles verändert sich. Und wenn ich es schaffe, ganz still zu beobachten, kann ich schon sehr viel verstehen. Davon, wie ein Mensch sich bewegt, wie er spricht, welche Ausdrücke er hat, wie er auf die Welt blickt. Und ich kann. Und es ist ganz natürlich, ich meine, diese Fähigkeiten haben wir schon in uns. Es geht nur darum, sie zu schärfen. Wir sehen, wenn jemand aufgeregt ist und wir verstehen meistens auch sehr schnell, warum. Ja? Und der nächste Schritt ist dann eben im Gespräch, je nachdem, wie weit wir mit einem Klienten kommen können. Das ist auch so eine Sache, die müssen wir nicht immer forcieren. Ja? Es ist viel besser, wenn der Klient wenig sagt, aber es kommt aus dem Herzen, weil dann haben wir viel klarere Informationen. Und dann, wenn wir den Klienten einladen können, dann beginnen wir mit ihm zum Beispiel geführte Meditationen zu machen, in denen wir mit ihm auf einer Reise mitnehmen. Ja? Oder wenn wir mit uns selber arbeiten, auch in geführten Meditationen, wo wir vor allem in diesen Meditationen uns beginnen, das erste Mal wirklich von außen zu beobachten und uns und unser Leben von außen zu beobachten, aus einer Art Vogelperspektive. Und dann der nächste Schritt, ich nenne das Kontemplation dieser Arbeit. Das ist, wenn wir dann in der Meditation beginnen, aber mit inneren Inhalten zu arbeiten, und zwar sie wirklich zu zerlegen und auch beobachten. Aber es ist ein inneres, ein Beobachten mit stillen, mit geschlossenen Augen, und zwar von inneren Prozessen, von vergangenen Ereignissen und auch von inneren Prozessen. Also die Kontemplationarbeit ist auch ein sehr weites Feld. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, eben innere Inhalte. Und auch das klingt sehr einfach, aber es ist irre kraftvoll. Es ist viel kraftvoller, als man denkt. Ja. Und wer von euch meditiert, der weiß, welche regelmäßig meditiert, der weiß, welche Kraft allein schon das Meditieren hat. Ja. Eben das sich wieder grundieren. Und manchmal haben wir eben Zeiten, wo wir besser in die Meditation kommen, manchmal, wo wir unruhiger sind. Da arbeitet mir in uns. Und dann, der nächste Schritt ist dann die Arbeit mit Bekräftigungssätzen. Und das ist schon so etwas, was so ein bisschen in diesen Bereich kommt, was wir eben Karma Clearing nennen, mit einem modernen Wort. Also wir beginnen danach zu suchen, welche eben negativen Überzeugungen haben wir. Wobei dieses Negativ-Positiv, da bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig. Aber es geht darum, eben diese Überzeugungen aufzuspüren und die eben wirklich sich bewusst werden zu lassen und eben sie loslassen zu können und sie eben durch die gleichen Inhalte, aber positiv belegten Inhalte zu ersetzen. Es hilft nicht, zu sagen, ja, ich habe immer Minderwertigkeitskomplex, nein, ich bin ein toller Typ. Ne? Das hilft nicht. Zuerst müssen wir ganz klar die innere Überzeugung sehen und auch sehen, warum sie da ist und womit sie verbunden ist, um sie erst überhaupt loslassen zu können. Und dann beginnen wir mit Affirmationssätzen zu arbeiten, Bekräftigungssätzen. Und ein weiterer Schritt darin ist auch die Arbeit mit Mantras. Das, was man eben in Indien oder in Tibet macht. Ja. Damit arbeiten wir übrigens auch in der Karma-Arbeit. Ja. Da sind kleine Feinheiten dazwischen, weil die Mantras weniger persönlich zugeschnitten sind, sondern wirklich die Seele für das Gesamte öffnen möchten, während Affirmationssätze wirklich mehr auf die Person zugeschnitten sind. Aber das sind dann eben so Feinheiten. Aber das sind ganz viele wichtige Werkzeuge. Visualisierung, auch ein sogenanntes Visualisierungsbad, Energiearbeit und so weiter und so fort. Da gibt es dann ganz viele Facetten, wo wir dann in das Karma eintauchen können und da eben feine, kleine, scheinbar kleine und feine Dinge verändern, die aber auf lange Sicht einen großen Hebeleffekt haben. Und dann gibt es auch das, was ich Ganztagespraktiken nenne, Übungen, die man den ganzen Tag lang verfolgt. Und dann wird es so richtig spannend, weil dann gibt es Methoden zum Beispiel, also Frage-Antwort-Methoden, das hat jetzt nichts mit Gesprächen zu tun, sondern das sind dann schon Methoden, die wir in der Meditation in trance-ähnlichen Zuständen machen, wo wir den Klienten immer weiter in sich hineinführen, und zwar mit geschickt gestellten Fragen, auf die er antwortet.
und wir diese Inhalte eben auch festhalten und uns entlang dieser Inhalte entlang arbeiten und immer weiter mit ihm gemeinsam in den Kern seiner Seele vordringen können. Das erinnert schon sehr stark an die Rückführung, ist aber noch ein bisschen etwas anderes. Übrigens auch deswegen, weil man meistens Frage-Antworten eher im Sitzen zum Beispiel macht. Also macht man weniger im Leben. Aber natürlich schon in einer One-on-One-Sitzung, also meistens eben unter vier Augen. Aber man geht eben in die Tiefe seiner Seele und auch da betreiben wir dann, was wir erkannt haben, das beginnen wir dann an die Oberfläche zu bringen und eben zu bereinigen. Ja. Und dann in der Methoden, bei den Methoden der Rückführung, da ist es dann wirklich so, dass wir in einer meditationsartigen, transartigen Reise im Prinzip den Klienten mitnehmen und ihn dazu auch anleiten. Also wir bringen ihn dann in ein früheres Leben und wir leiten ihn dazu an, dieses frühere Leben in seinen Facetten und Details zu beschreiben. Und wir, die wir die Rückführung leiten, sind dann ganz aufmerksam eben für die tiefliegenden Überzeugungen, die manchmal fast nebensächlich erwähnt werden, aber die da sind. Und das ist dann auch wirklich das, was wir eben dann zum Beispiel im Kurs lernen, nämlich diese Aufmerksamkeit zu schärfen, zu sehen, wo liegen diese Überzeugungen. Ja. Und da ist dann der abschließende Schritt auch wieder, diese Überzeugungen eben bewusst werden zu lassen und dann zu klären. Okay, Leonidas schreibt, da wir alle verbunden, obla, das ging jetzt schnell, da wir alle verbunden sind und jeder auch jeden beeinflusst, wie kann man seine Klienten an diese Meditation ranführen und sicher gehen, dass man sich energetisch aus seinen Erinnerungen raushält? Die Frage ist, was meinst du mit raushalten? Wenn du mit einem Menschen arbeitest, bist du mit ihm verbunden. Ja? Und es muss natürlich schon unsererseits ein wirklicher, wahre, ehrlicher Wille da sein, jemandem helfen zu wollen. Wenn jemand an der Straße, was nicht ausrutscht und ich helfe ihm aufstehen, dann ist das meistens ein Impuls. Er tut mir leid, ich habe Mitgefühl. Aber es ist nicht ein Mitgefühl, wo ich mir denke, ich helfe, weil das jetzt quasi, ich mache dann ein Strichlein bei meinem Karma. Ja. Natürlich, das kann es auch geben. Das kann in manchen von uns auch arbeiten. Und das ist auch natürlich, wenn es sowas gibt, ja, Helfersyndrom und ähnliches. Das ist wieder eine Facette des Karmas. Ja? Aber das meine ich nicht. Ich meine, wenn wir mit Klienten arbeiten, dann bin ich irgendwo auch verbogen. Aber natürlich kann ich und muss ich und sollte ich nicht sein Schicksal statt ihm tragen. Das kann nur jeder selbst tragen. Das heißt, das, was ich tue, ist zu helfen. Ja? Natürlich kann man mit Menschen auf Menschen treffen, die sehr schwere Schicksale haben. Ja. Da ist natürlich auch unsere innere Reinheit gefragt, um zu sagen, kann ich das, erstens, wenn ich mit ihm bin, kann ich das mittragen? Und dann, wenn unsere Sitzung zu Ende ist, dann trage ich ihn natürlich schon auch ein bisschen mit, einfach als Mensch, aber gleichzeitig reinige ich mich auch seelisch davon, indem ich mir das bewusst werde durch eine Meditation. Das ist im Prinzip das Gleiche, wie der Arzt, der Hände wäscht, bevor er eine Operation begeht, aber sich auch nachher reinigt, wenn er nach Hause kommt und dann unter der Dusche geht und sagt, boah, das war jetzt ein langer Tag, jetzt bin ich Privatmensch. Also so gesehen, ich weiß nicht, ob das genau deine Frage trifft, Leonidas, aber du meinst auch wahrscheinlich, dass man ihn nicht beeinflusst bei seiner Reise. Das ist natürlich auch wenn du jemanden in einen Wald führst, dann zeigst du ihm automatisch deine Lieblingsorte und er wird sie genießen, aber er wird sehr wahrscheinlich auch automatisch seine eigenen entdecken. Und genauso ist das auch bei einer Rückführung. Also diese Gefahr, und genau deswegen ist diese Neutralität so wichtig, je neutraler wir daran herangehen und sagen, ich möchte ihn führen, ich möchte ihm etwas zeigen und ich bin neugierig, was er bringt, ja, dann ist diese Gefahr eigentlich nicht gegeben, wenn man sich auch seelisch darauf vorbereitet. Ja, okay, Leonidas, habe ich deine Frage jetzt so beantwortet? Volker fragt, bezeichnest du es auch als Hypnose, was machst du in der Rückführung? Ich bezeichne es deswegen nicht offiziell als Hypnose, das ist jetzt wieder, wäre jetzt ein sehr langer Bogen, weil theoretisch Regressionshypnose
eher ein Metier wäre, eben nicht für den, für die spirituelle Beratung, sondern für zum Beispiel für ein HPP. Ja? Wobei man dazu sagen muss, dass wir in einer Rückführung, und ich habe bewusst nicht das Wort Regression verwendet, weil wir in einer Rückführung, wir gehen ja nicht in die Kindheit der Person. Wir gehen ins vorige Leben. Und das, was man in der Psychologie ergründende Methoden nennt, da geht man zum Beispiel in die Kindheit, aber man geht nicht in vorige Leben, weil die ja quasi aus der modernen Perspektive ja gar nicht existieren. Ja? Also das sind so feine Unterschiede. Da will ich mich jetzt gar nicht allzu sehr darin verlieren, weil das ist etwas, das wir eben danach zum Beispiel im Grundkurs für den spirituellen Berater besprechen, beziehungsweise da gibt es auch einen eigenen, wenn ihr ins Forum geht, ich weiß nicht, ob ihr alle das Forum kennt, spirituelle Berater, und dann, wenn ihr zum Grundkurs geht, da gibt es auch einige Threads, einige Einträge, wo wir uns über dieses Rechtliche und diesen Teil unterhalten. Aber konkret auf deine Frage, ich würde es nicht, es ist keine Hypnose im klassischen Sinne, aber es sind im Prinzip sehr tiefe Zustände. Ja? Also Hypnose ist nicht, ist nicht die einzige Methode, wo man Menschen in tiefe Zustände bringen kann. Ja? Also so banal das klingt, aber auch mit einer gut geführten Meditation oder sonstigen Methoden, also kann man wirklich in sehr tiefe, transnehmliche Zustände gelangen, mit Ritualen und Ähnlichem. Ja? Aber es geht hier nicht darum, also der Sinn und Zweck jedes seelisch tiefen Zustandes ist wirklich einfach den Krach der Welt fernzuhaben und die Aufmerksamkeit ganz auf das hier innen zu bekommen. Das ist der Sinn eigentlich. Und in der Rückführung ergründen wir diese Inhalte. Volker, habe ich deine Frage? Danke, Leonidas. Okay, Volker, habe ich deine Frage beantwortet? Okay, super. Mina schreibt, und damit sind wir eigentlich schon im Fragenabschnitt, aber ich vielleicht noch ein letzten Wort, und ich beantworte dann gleich die anderen Fragen. Also da habt ihr noch Methoden der Rückführung, dann habe ich noch Soul Gazing hingeschrieben. Das ist dann im Prinzip, wenn wir über die Augen oder über andere Wege Kontakt mit der Seele des anderen aufnehmen. Mit unter Achtsamkeit verstehe ich jetzt nicht nur das, was man jetzt allgemein als Achtsamkeit im Leben und so weiter versteht, sondern wirklich eben ganz klar wirklich diese Feinheit in sich zu entwickeln, auf sich selber bezogen auch und auf andere, auf seine Mitmenschen, auf Klienten und so, mich achtsam zu werden für die Zeichen, wo gegen diese Person an. Und ich habe hingeschrieben, Zusammenfassung, das ist dann, wenn wirklich alles, womit wir arbeiten, beginnen eben im Verbund zu erkennen und damit zu arbeiten. Okay. Okay, also Mina, du hast jetzt gleich nochmal geschrieben. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch das so halbwegs zeigen, und dann sind wir jetzt auch schon mitten in den Fragen. Also Mina schreibt, gute Frage bezüglich Meditation, gerade noch einen langen Text darüber geschrieben. Wie kann man Klienten an Meditation heranführen, obwohl jeder seine eigene Lösung hat? Vorbild sein, richtig, bin halbe Inderin und gestalte Mantren, Afis und so weiter als Kunstdrücke, quasi als Zusatz zu meiner Coaching-Arbeit, da sie mir das alles sehr geholfen hat und ich die tolle Wirkung spüren durfte. Dann schreibt Mina später, sorry, da mir diese Tools sehr geholfen haben, sollte es heißen. Genau im Hinblick auf Beeinflussung meinte ich auch. Also eine wunderbare Metapher beziehungsweise der schönsten Worte zeigen. Vielen Dank. Okay. Dann habe ich vielleicht sogar deine Frage jetzt schon ein bisschen beantwortet, Mina. Aber generell, okay, deine Frage war vor allem, wie kann ich den Klienten an die Meditation heranführen? Es ist generell so, meine Erfahrung ist ja so, dass ich sage mal ganz banal formuliert, jeder Mensch hat seinen eigenen Lebensweg und jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung und Verbindung mit dem spirituellen Wissen, mit spirituellen Inhalten und so weiter und so fort. Aber Pi mal Daumen gehen die meisten Menschen im Prinzip einen Weg durch. Sie haben ein Leben und sind manchmal vielleicht auf 100 und so weiter, und irgendwann gibt es einen Breakdown oder irgendwann passt es dann nicht, ja, und dann passt es vielleicht auch gesundheitlich drin. Und dann geht man zuerst zum Schulmediziner und der verschreibt irgendwelche Pillen, und dann bleibt das Problem aber trotzdem bestehen, egal ob jetzt ein körperliches oder sonst wie oder ein seelisches, ja, oder man geht eben zum Psychologen und so weiter. Und wenn sie helfen können, super, ja. Aber sehr häufig ist es halt so, dann hilft es nicht. Dann gehen sie vielleicht zum Heilpraktiker oder eben zum HPP. Und der hat dann schon viel mehr, viel sanftere Methoden, ja, und führt immer weiter hinein. Und wenn das hilft, auch super, ja.
Wir sind auch keine Konkurrenz zu den anderen oder diese Methoden sind auch keine Konkurrenz zu den anderen. Die können alle anwenden. HPs, HPPs, Psychologen, alle. Ja, die sind für alle gedacht. Aber der Unterschied, der wesentliche Unterschied ist der Blickwinkel. Unser Blickwinkel ist der eben aus das, was wir die Seele nennen. Natürlich ist dieser Begriff sehr schwer greifbar. Ja, aber also um Menschen an die Meditation heranzuführen, es ist meistens so, dass sie schon einen Weg hinter sich haben. Das heißt, sie haben schon eine gewisse Erfolglosigkeit erlebt in Bezug auf ihr eigenes Problem. Und meistens, wenn sie dann zu euch kommen, sind sie dann schon in gewisser Art offen. Und das Geheimnis ist, sie wirklich mitzunehmen. Ja, zu sagen, gut, ich sehe jetzt, so weit bist du gekommen. Was könnten wir denn gemeinsam tun? Ja, das ist das Geheimnis. Dieser Weg, es ist nicht so, dass ich etwas mit dem Klienten mache. Nein, ich zeige dem Klienten eben die schönsten Orte. Ich führe ihn mit. Ich nehme ihn mit auf eine Reise. Aber ich kann nur Vermittler sein. Ich kann nur Kanal sein. Er heilt sich selber. Er findet seine eigenen Inhalte selber. Und je mehr er eben da Erfolg hat, desto mehr wird er dann auch in Zukunft gewillt sein, eben auch aktiv zu werden für seine eigene Heilung. Und das ist ja das Geheimnis über der ganzen spirituellen Beratung und Heilung, eben, dass der Klient sich immer bewusster wird, dass er selber für seine Heilung tätig wird, für seine Genesung. Und man nimmt ihn auf diese Reise mit, ja, und er selber heilt sich. Und vielleicht heilt er wirklich nur seine Seele. Aber das ist ja schon ein sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste Punkt. Ja? Und meistens ist es aber so, dass der Körper mitgeht. Ja? Das ist die Erfahrung. Ja? Aber natürlich, wissen können wir es nicht. Ja? Versprechen können wir es auch nicht und sollten wir auch nicht. Und müssen wir auch nicht. Aber wenn die Seele heilt, dann kann eigentlich erst so richtig alles drumherum heilen. Der Kern, der Samen unseres Seins, unser Karma. Karma ist eigentlich eine Art, man könnte fast sagen, Detektivarbeit zurück zum Samen unseres Seins und zu verstehen, was, welche Art von Pflanze hier wächst, die ich bin sozusagen. Welche Art von Person wächst hier und wie kann sie noch schöner, noch besser, wie kann sie zur vollen Blüte gelangen. Ja, okay. Ja, genau, Mina. Bitte an alle schreiben. Ja, also, das Volk haben an alle geschrieben, aber Mina tut nicht gut. Okay. So, Mina, genauso ist es bezüglich Erkrankung. Genau das war mein Weg mit meiner Autoimmunerkrankung, Schulmedizin, Heilpraktiker und so weiter, Meditation und so weiter. Wunderbar erklärt. Tausend Dank. Genau, er ist selbst die Lösung. So toll. Seele heilt und Körper geht mit. Danke. Danke, Mina. Andrea, muss man sich nicht zuerst selber heilen, dass man den anderen helfen kann? Das ist eine ganz super Frage, Andrea. Und das ist natürlich eine, die man sich selber, wenn man andere führt, immer stellen sollte. Aber ich sage immer, beides ist im gewissen Sinne richtig. Denn mit jedem Menschen, den wir führen und dem wir helfen, sich selber zu heilen, heilen wir ja mit. Wir selber sind nie fertig. Aber natürlich auf der anderen Seite ist natürlich, fängt unsere Arbeit mit der Selbsthygiene an. Genauso wie dieses Beispiel, das ich vom Arzt, vom Schulmediziner genannt habe. Der reinigt sich auch zuerst die Hände, bevor er in die Operation geht. Und genauso sind wir ja das Beispiel, wenn wir selber ständig an uns arbeiten. Und so können wir ja eigentlich jemanden auch wirklich nur effizient führen. Ich selber gehe auch immer wieder zu meinen Kolleginnen und Kollegen und mache und lasse mich selber in einer Rückführung führen. Ich mache das selber regelmäßig. Also nicht nur ich führe andere Menschen, sondern ich lasse mich führen, um das selber auch erstens immer wieder zu erleben und die verschiedenen Facetten davon zu erleben und andererseits um selber auch. Es ist ein Prozess, der nie endet. Ja? Unsere seelische Entwicklung und Entfaltung ist ein Prozess, der nie endet. Genauso wie eine Pflanze in der Natur. Sie kommt in die Blüte. Und dann verwelkt sie. Aber sie ist nicht hässlicher, wenn sie verwelkt. Das ist, die Schönheit können wir auch in der verwelkten Blüte erkennen. Wenn wir den ganzen Bogen sehen und die Schönheit des ganzen Bogens erkennen, vom Sprießen der Pflanze bis zum Vergehen, dann haben wir den Sinn des Lebens eigentlich verstanden. Okay. Okay, Maria, danke schön.
Andrea, habe ich deine Frage beantwortet? So, in der Zwischenzeit gehe ich jetzt eine Folie weiter. Karma auflösen, pures Sein. Also das ist eigentlich das, wovon ich habe versucht, heute zu sprechen. Okay, danke, Andrea. Und vielleicht schon ein paar Gedanken einfach, und ihr seid noch herzlich eingeladen für Fragen, aber nur ein paar Gedanken. Also wer Lust hat, an diesem tollen Weg und an dieser tollen Arbeit teilzunehmen, in circa einem Monat, immer mittwochs, also heute ist zwar Montag, aber das hat jetzt anders nicht geklappt, das vorzustellen, also ich konnte das nicht an einem Mittwoch vorstellen, aber immer mittwochs 4 Termine plus ein kostenfreier Übungstermin, das ist, wo wir in die Methoden alle eintauchen und alle kennenlernen und mit allen auch arbeiten lernen. Das Einzige der Rückführung ist eine, die wir eben in dieser gegebenen Zeit nicht so tiefgreifend ergründen können. Und wer wirklich mit Rückführung dann arbeiten möchte, dem empfehle ich dann auch noch den zweiten Block dazu zu buchen, wo wir nochmal 2 Termine das ausführlich kennenlernen, auch die ganzen Facetten kennenlernen und üben. Und auch da gibt es noch einen zusätzlichen kostenfreien Übungstermin. Warum nenne ich das kostenfreien Übungstermin? Ist, das ist vor allem ein Termin, der zwar auch eine Aufzeichnung hat, aber da lohnt es wirklich live dabei zu sein, weil wir da vor allem sehr viele Übungen gemeinsam machen. Natürlich an den anderen Abenden auch, da üben wir auch gemeinsam, aber bei diesem Termin habt ihr dann nochmal so Gelegenheit, miteinander und aneinander zu arbeiten. Gut. Also die 4 Termine, da lernen wir die Inhalte kennen und üben natürlich auch. Aber am dem zusätzlichen Übungstermin haben wir nochmal Raum, wirklich, also quasi, das zu üben. Und das Ganze, also mit Rückführung arbeiten, das ist dann der Block 2. Das Ganze ist dann im Prinzip, also bis Weihnachten, ist dann dieser Kurs. Silvia fragt, braucht man dazu den HP oder HPP, um dann Rückführung beruflich anzubieten? Nein, nicht unbedingt. Ja. Das ist übrigens eine Frage, also das wäre jetzt auch ein bisschen zu lang, das hier zu erklären, aber wir haben so ein Merkblatt, ein kleines Merkblatt gemeinsam verfasst zu den ganzen rechtlichen Rahmen von HP, HPP und spirituellen Berater und psychologischen Berater und wer was darf. Generell kann man Rückführungen anbieten, aber man darf es nicht Rückführungen unter Hypnose nennen, weil die sind quasi theoretisch vorbehalten, wobei das eben witzig ist, weil ja eigentlich die Rückführung ja ins vorherige Leben geht. Aber ich will mich jetzt, wie gesagt, nicht in dieses Rechtliche verlieren. Aber man darf Rückführungen anbieten, eben in meditativen oder anderen Methoden. Also man darf das auf jeden Fall anbieten. Marina, okay, Entschuldigung, ich scroll mal hoch. Mile schreibt, gibt es spirituell Karma-Rat? Deine Frage versteht. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, Mille, ob ich dir verstehe, was du mit Karma-Rat meinst, ob du jetzt von mir einen Rat möchtest oder einen Rat, der im Himmel quasi thront, oder ich verstehe deine Frage nicht. Könntest du bitte deine Frage ein bisschen länger ausführen? Marina, mit welchen Methoden erkennt man die Blockaden von Klienten? Es fängt beim Beobachten an. Ja, also vieles, das klingt banal, aber vieles lernt man wirklich zu sehen. Ja, es ist ja genauso auch eben beim HPP. Wie erkennst du eine Neurose? Wie erkennst du, dass jemand eben eine Neurose ist? Ist eigentlich eine ganz tief hängende Blockade. Das ist dann, wenn die Plattennadel hängen bleibt. Ja, das ist dann der krankhafte Zustand. Aber wenn es keine Neurose ist, haben wir trotzdem Blockaden. Ja, wo die Plattennadel vielleicht nicht hängen bleibt, aber ein bisschen hin und her springt. Ja, und eben nicht mehr ganz so gut läuft, wie wir es möchten. Also das ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel mit der Plattennadel, aber, generell Blockaden, wir alle haben unsere Blockaden. Ja? Und das Geheimnis ist eben, erstmal stehen zu bleiben, beobachten, also egal ob jetzt den anderen oder bei uns selbst, bewusst werden. Dann im Gespräch können wir immer mehr herausfinden und dann formulieren wir sie. Und die formulieren wir gemeinsam mit dem Klienten. Wir formulieren nicht abseits vom Klienten. Wir sind nicht ein Top-Down, der runterblickt und dann, ich mache dich jetzt oder so. Ne? Sondern wir gehen mit ihm gemeinsam. Ja? Und dann formulieren wir sie und beginnen damit eben zu arbeiten.
Meditation, Kontemplation. Also diese Methoden sind dafür da, sie zu erkennen, aber auch schon damit zu arbeiten. Ja? Und dann eben bis hin Glaubenssätze und Ähnlichem, wie ich das eben vorhin erklärt habe. Marina, habe ich deine Frage beantwortet? Also Mille, okay, du meinst höhere spirituelle Wesen, die uns helfen möchten und unsere Karma-Rückführung machen, zum Beispiel in der Meditation. Natürlich, also es gibt dann, in der Rückführung gibt es einen Abschnitt, wo wir in das sogenannte Zwischenreich eintauchen, also zwischen den Leben. Und da treffen wir auf unsere Höheren, auf unsere Seelenführer. Und dieses Treffen und dieses Treffen mit ihnen und diese Zwiesprache mit ihnen ist ein ganz wichtiger Teil der ganzen Rückführung. Ja? Mille, habe ich das beantwortet? Leonidas, grundsätzlich mit der göttlichen Kraft der Liebe, alles andere ist riskant. Dann gibt es nicht nur hochschwingende Energien und Wesen. Leonidas, ich weiß nicht, hast du jetzt auf Mille beantwortet, hast du jetzt Mille geantwortet oder Marina? Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Okay, Marina, danke. Mina schreibt noch, wenn jemand sehr schlimm erkrankt ist und sagt, er möchte einen mit auf seine Reise nehmen, das zu versuchen, ist es naheliegend, ihm auch die schönsten Orte in Form von Tools zu zeigen, Meditation und so weiter. Auf jeden Fall. Ich sage immer, prüfe deine eigene Absicht. Wenn meine Absicht rein ist, dann kann ich eigentlich in gewissem Sinne gar nichts Falsches tun. Ganz wichtig ist zu verstehen, dass der Tod zum Leben gehört. Und wir leben in einer Kultur, die den Tod so als etwas Böses, Fremdes, Schlechtes und so weiter und verpackt hat. Und wir wollen unsere Toten für immer aufbewahren und am besten einfrieren, damit sie irgendwann aufgeweckt werden. Und was weiß ich was, ja. Wir sind schon eine ziemlich komische Kultur. Die indische Kultur, die äschert ihre Verstorbenen ein, weil sie sagt, hey, diesen Körper kannst du loslassen, den brauchst du nicht mehr. Und wenn du ihn einäscherst, ist es noch so besser, dann willst du gar nicht mehr wiederkommen. Das ist die Philosophie eigentlich hinter dem Einäschern. Ja. Aber das ist auch etwas, womit wir dann uns eben im Kurs ein bisschen beschäftigen, zum Beispiel mit den Beisetzungsmethoden, die ja auch eine Symbolkraft haben. Ja. Wobei ja unsere Erdbestattung jetzt auch nicht verkehrt ist. Ja. Wir setzen es in die Erde, wir geben es der Erde zurück. Wir lassen uns von der Erde aufnehmen und zersetzen im Prinzip und fressen. Ja. Leben, wahres Leben, ist ständige Bereitschaft zu sterben. Das klingt schrecklich aufs Erste, aber jemand, der wir nehmen uns genau das Blut aus dem Leben, genau die Kraft aus dem Leben, den wir ständig versuchen, dem ständigen Sterben im Leben auszuweichen, den wir ständig konservieren. Leben ist Sterben und Sterben ist Leben. Das ist eben, also weil wir beim indischen Kulturkreis sind, Shiva, der ist Zerstörer und Wiedererschaffer. Shiva beendet ein Leben, aber beginnt, schöpft eine neue Welt mit der gleichen Bewegung, mit der gleichen tänzerischen Bewegung. Nur was stirbt, kann geboren werden. Nur durch den Kot der Tiere kann die Erde genährt werden und daraus neues Leben entsprießen. Das, was quasi nichts mehr wert ist, das, was der Körper nicht mehr braucht, aber das hat noch sehr viel Wert für die Erde. Das ist Dünger. Volker, wo gibt es dieses Merkblatt, das du erwähnt hast, was du auflistest, was als HP oder HB oder nur Berater entsprechend offiziell angeboten werden kann? Dieses Merkblatt, das ist Teil dann, wenn du zum Beispiel die Grundausbildung machst zum spirituellen Berater, da gibt es dieses Merkblatt oder auch beim psychologischen Berater gibt es ein anderes von meiner Kollegin Sabina, wo das auch nochmal aufgezählt ist, beziehungsweise meine Kollegin Daniela, da gibt es das auch. Aber im Prinzip die Inhalte dieses Merkblattes findest du auch im Forum, ja. Bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, das Merkblatt als solches habe ich da nicht hochgeladen, weil das ist eigentlich Schulmaterial, aber die Inhalte eigentlich findest du auch im Forum, wenn du in den Grundkurs zum spirituellen Berater gehst. Gut. Okay, Mina, tausend Dank. Okay, gut. Okay, super. Ja, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wechsle noch ein letztes Mal die Folie. Ihr habt ja eigentlich eh schon die Informationen, aber ich wechsle sie offiziell nochmal mit den genauen Daten. Ja. Nur, dass ihr das seht. Ja, also hier habt ihr nochmal am 20. Oktober geht es los. 4 Termine, 90 Minuten plus ein Übungstermin und Rückführung arbeiten plus 2 Termine, also ein Block 2.
Der Block 2 macht übrigens eigentlich nur Sinn, wenn ihr den ersten kennt. Ja. Geht ins Forum Spirituelle Berater und das Unterforum heißt Karma, beziehungsweise auch ein anderes Unterforum Grundkurs zum Spirituellen Berater. Ich gucke mal, wie viel Info da wirklich über dieses Rechtliche da drinnen ist und ich gucke mal, dass ich da vielleicht vielleicht eine Zusammenfassung gebe oder vielleicht lade ich auch das Merkblatt hoch, aber das muss ich noch ein bisschen mit der Schule besprechen, weil das ist eigentlich Lehrmaterial. Ja. Aber im Prinzip ist das jetzt nicht unbedingt so eine super Grauzone oder was auch immer. Es geht eigentlich nur darum, dem Gesetzgeber geht es ganz banal formuliert, eigentlich nur darum, für den Gesetzgeber gibt es eine Kategorie krank und eine Kategorie gesund. Und die gibt es in der Natur nicht. Ja? Wenn wir in unseren Körper hineingehen, dann da gibt es einen Krieg auf bakterieller Ebene. Ja? Da kämpft eine Bakterie gegen die andere und so weiter und so fort. Wo beginnt eigentlich Krankheit und wo beginnt Gesundheit? Also natürlich kann ich sagen, ich fühle mich jetzt gesund. Ja? Aber es ist nicht gesagt, dass irgendwas schon in mir ist oder was weiß ich was. Und ich kann sagen, ich fühle mich jetzt krank. Aber es ist auch noch nicht gesagt, bis zu welchem Grad und so weiter. Ja. Also für den Gesetzgeber gibt es aber die Kategorie krank und gesund. Und er möchte halt, dass die Kranken nur von jenen behandelt werden, die was davon verstehen. Und dafür gibt es die HP-Prüfung und die HPP-Prüfung quasi, um diesen Unterschied zu kennen. Psychologische Berater, spirituelle Berater, die machen keine amtsärztliche Prüfung, also wie HPP und HP. Aber auch sie sollten erkennen, wenn jemand eben krankhaft, zum Beispiel neurotisch ist und so weiter. Und dann können sie trotzdem mit ihm arbeiten, nur eben nicht mit den kranken Anteilen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip, die Zielsetzung des spirituellen Beraters ist gar nicht unbedingt wirklich Krankheiten zu heilen, sondern den Menschen, den gesunden Menschen zur Entfaltung zu bringen. Und dass dabei als Nebeneffekt auch vieles auf körperlicher Ebene sich klärt, das kann man beobachten, das kann man sehen. Das ist auch nicht zu leugnen, aber das ist eigentlich auch nicht die Zielsetzung. Also wir heilen nicht in dem klassischen schulmedizinischen Sinne. Wir arbeiten mit der Seele und möchten, dass sie heil wird, ganz wird und sich öffnet, Salus, wie Dorothea es gerade vorhin geschrieben hat. Okay, danke Silvia, danke Andrea. Kavalle schreibt, der HPP führt ein ausführliches Anamnesegespräch und hebt schließlich den psychologischen Befund, Diagnose. Wenn die Diagnose zu der Therapie von passt, die der HPP herrscht, kann er ein Therapieangebot machen. Wichtiges Thema, das ganz klar ausgeschlossen werden muss, dass es körperliche Ursachen haben könnte. Denn ich darf als HPP organische Krankheiten nicht kausal behandeln, nur begleiten. Genau, danke Kavalle. Du hast es jetzt ganz genau beschrieben. Genau so ist es. Danke, Mili. Okay. Noch vielleicht, dass es auch erwähnt wird, ihr könnt natürlich auch an der Schule anfragen, ihr könnt auch einen Termin jetzt vom Kurs selber, ich meine jetzt nicht die kostenfreie Übungstermine, sondern ihr könnt auch wenn der Kurs beginnt, könnt ihr auch einen Abend kostenfrei teilnehmen, wenn ihr bei der Schule anfragt. Aber ansonsten, wenn ihr sagt, das ist es, das will ich machen, dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Aber auch wenn nicht, in circa 2 Wochen, am 11. Oktober, Montag, spreche ich nochmal über die Frage, wer bin ich, aber ein bisschen aus einer anderen Richtung. Aber auch da ist so ein bisschen natürlich das Thema Karma, das wir berühren, aber nicht nur Karma. Also, ihr habt ja bei der vorigen Folie gesehen, es läuft ein Kurs Intuition und außersinnliche Wahrnehmung. Auch ein Thema, das sehr stark damit verbunden ist. Morgen Abend beginnt unser großer Chakrenkurs, ein langer Kurs, der über 9 Abende geht. Und dann gibt es noch bis Weihnachten eben noch ein ganz anderes Thema, innere Alchemie, wo das vor allem eine prozessbegleitende Methode ist. Also das beim nächsten Arbeitskreis werde ich so ein bisschen, also das Thema ist dann so gewählt, dass ich eben hauptsächlich wieder über unser Karma spreche, aber ein bisschen aus einer anderen Richtung und auch so ein bisschen diese anderen Themen alle berühre. Also ihr seid herzlich eingeladen. Der Arbeitskreis, und das wurde ich eben gefragt, der Arbeitskreis ist für alle kostenfrei und für jeden, egal ob ich schon mal bei einem Kurs war von mir oder nicht, für alle offen. Ja, und ihr könnt jede Frage mitbringen zum Arbeitskreis, die ihr möchtet. Ich habe bei jedem Arbeitskreis so ein kurzes Thema, das ich mitbringe und worüber ich kurz spreche, und dann können wir über dieses Thema und über jedes andere
langlebige Thema sprechen. Also Arbeitskreis ist vor allem dazu da, dass wir uns sehen und treffen. Und da sehe ich euch auch. Das ist dann als Meeting angelegt, das heißt, wir sehen uns auch. Und das ist dann wirklich ein Arbeitskreis. Also da seid ihr herzlich eingeladen, eure Fragen mitzubringen. Okay. Kawaja fragt, ob es zum Chakrenkurs morgen Abend noch ein Skript gibt. Es gibt ein Skript, aber irgendwie ist es noch nicht hochgeladen, aber es sollte in Kürze. Guck, vielleicht ist es jetzt schon hochgeladen. Also ich habe selber schon bemerkt, dass es fehlte. Es wird schon hochgeladen. Gut. Okay, also vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank für die, vielen Dank, dass ihr dabei wart und für eure Aufmerksamkeit. Euch allen einen schönen Abend und okay, Leonidas, Kalinichta, genau. Ich kenne noch Kalimera, Kalinichta, genau. Okay, danke schön, danke Leonidas. Okay, danke schön. Katje, Anne, danke, Namaste, danke schön, danke für eure Aufmerksamkeit. Und danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ich konnte euch etwas mitgeben. Auch für die Aufzeichnung sehen, auch danke für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr bis hierher dabei wart. Und es wird sehr wahrscheinlich eine Aufzeichnung auch auf YouTube geben oder zumindest im E-Learning, je nachdem. Sehen also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns, wir hören uns in 2 Wochen Arbeitskreis, kostenfrei für alle. Seid herzlich eingeladen, nochmal vorbeizuschauen. Und eben in circa 4 Wochen oder 3 Wochen beginnt dann unser Karma-Kurs. Würde ich mich sehr freuen. Okay, danke Silvia, danke Nina, danke Kavalier, danke schön. Danke, Andrea. Danke, Birgit. Danke, Melanie. Also danke. Danke an euch alle. Danke, Christina. Okay. Danke schon. Tschüss, bis morgen.